und ich bin echt versucht, das doch neu zu machen, weil ich nicht will, dass Connor weg ist. Ah, vielleicht kommt er ja wieder, wird irgendwie neu gebaut oder transferiert in einen neuen Körper oder was auch immer. Also ja, wir machen weiter. Kara. Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Sitzen bleiben können wir nicht. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Was sagt denn der Scan? Da hinten ist eine Ladestation, die hilft uns aber nicht unbedingt. Denke ich mal. Laden rein. Gerne Coffee. Hier könnte man sich aufwärmen vielleicht. Wir haben aber kein Geld. Was ist zu? Oh. Öffnet erst morgen. Dann, da hinten ist noch eine Möglichkeit. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Immer geöffnet, kein Schlafplatz, um Hilfe bitten. Ich würde ungern Menschen vertrauen. Bequem, aber auffällig, ich werde Geld brauchen, wir haben kein Geld. Immer geöffnet, kann ich bleiben. Wir könnten kurz reingehen und uns aufwärmen. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Kleidung zum Wechseln. Sollen wir jetzt klauen? Ohne Bienen in die Katastrophe. Musikmeeting. Nein, ist egal. Ja, wir können die Kleidung klauen. Mehr können wir wirklich nicht machen. Scheinbar. Program complete. Schossen. Aber nein.
Wir dürfen Alice's Vertrauen nicht verlieren. Du hast recht. Wir tun es nicht, okay? Können wir ihn vielleicht einfach fragen? Scheinbar nicht. Ja, das war's dann. Hier drin. Komm schon, los. Also wir dürfen auf keinen Fall irgendwo hin, wo es auffällig ist, weil wir jetzt keine Klamotten haben. Also Hotel ist raus. Also haben wir kein Geld. Das da war okay, aber man kam nicht gut rein. Ich bin übrigens überrascht, wie schwach manche Androiden sind. Ich meine, es dürfte nicht allzu viel Aufwand sein, alle davon stärker zu machen. Auch wenn es deren Aufgabengebiet nicht unbedingt braucht. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kar, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Zaun kann hier mit einem Drahtschneider Drahtschneider? Sollen wir jetzt einen Drahtschneider herbekommen? Bist du nicht ein Drahtschneider? Kannst du das nicht irgendwie zerreißen? Zaun kann hier mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Ja, okay. Ist hier irgendwo eine Baustelle? Hier kommt jetzt nichts mehr. Was war das gerade? Haus besetzen? Finde eine Drahtschere, achso. So, du stellst dich unter. Ja, macht Sinn. Müllabfuhr. Pass auf Alice auf. Ja, vielleicht nicht unbedingt vor den Transporter. Der Busbetrieb beginnt um 6:35 Uhr. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Was? Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Oh. Gibt also wohl mehr Abweichler. Hm? Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Da rein vielleicht? Lass ein Auto übernachten. Es ist nicht unbedingt so warm, aber es ist wenigstens trocken. Hier könnte eher was rumliegen. Im Auto schlafen, Haus besetzen, durch die Hintereingangsgeschichte da vielleicht. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Was ist da mit ihrer Schulter? Durchs Fenster können wir nicht rein?
erstmal schon mal hier unterstellen. Wir hier bleiben. Komm mit. Das da abreißen. Reinschauen erstmal, genau. Ist noch da? Sie ist weg. Ach, warte. Oh, schreib mir nicht so. Alice? Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzen Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht will sie Ralph verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Wir dachten, hier ist niemand. Wir brauchen nur einen Schlafplatz. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Bist du Ralph? Okay. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Ist blau. Wir gehen jetzt besser. Komm mit, Alice. Bleibt aber blau. Dazu. Wir müssen etwas finden, irgendwas, wo wir heute Nacht schlafen können. Halt. Haus ist nicht verfügbar. Steig ins Auto ein. Oder Hotel, haben wir kein Geld für. Durch alles, wir finden etwas, versprochen. Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Du sorgst gerade dafür, dass es drin nicht warm bleiben kann. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay, wir suchen was Besseres. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Notlösung. Das ist wichtig. Also zwei Notlösungen. Wäre ganz gut zu wissen, wie es der Kleinen geht. Aber Kinder lügen über ihre Temperatur. Und sagen, ist nicht kalt, ist nicht kalt. Und dann kriegen sie eine Erkältung. Ja. So. Das Ding. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Was willst du? Super Anleitung.
Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ladendiebstahl, Kassierer ausrauben? Nein, 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 das würde Alice nicht besonders gut heißen. Ja, wir konnten uns kurz aufwärmen. Bleibt nur das Hotel. Ist auffällig, ja, vor allem ohne geklaute Klamotten. Aber das ist das Einzige, was wir noch machen können. Also ich wüsste sonst zumindest nichts mehr, was hier in der Nähe ist. Wir haben Daten über irgendeinen Ort, wo Androiden sicher sind, von dem Müllfahrer bekommen. Aber das ist wohl auf der anderen Seite der Stadt und wir haben keine Transportmöglichkeiten, Bus wahrscheinlich nicht mehr zu fahren. Alternativ können wir aber auf den nächsten Bus warten. Laundromat waren wir schon drin. Keinen Androiden erlaubt. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen 40 Dollar und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Ja, dann haben wir jetzt als einzige Option entweder beim Androiden. Er hat uns gesehen. Mist. Ja, damit hat sich gerade das Ganze erledigt. Wir wurden gesehen, das heißt, wenn irgendjemand rumfragt und nach uns sucht, was ganz gut Connor gewesen sein könnte, wenn er nicht erschossen worden wäre, aber irgendein anderer Android, der Abweichler sucht, wird jetzt auf jeden Fall dahin geschickt, wo Alice ihren Dad erschossen hat. Und die suchen uns und wir wurden gerade gesehen. Das heißt, wir könnten uns einfach hier in einem Auto verstecken, aber das ist zu nah dran und würde man sehen. Was wir allerdings machen können, ist uns im Haus verstecken. Und der Android scheint jetzt passiv zu sein. Und wenn die Polizei dann auftaucht, um uns zu suchen, geht der Android durch die Polizei los und wir können derzeit eventuell abhauen. Machst du da bei der Tür? So, unterstellen. Nee, nee, nee. Wir gehen wieder zu dem den netten Mann hier hinten. Was? Oh, wir können uns nicht mehr umentscheiden. Das ist unschön. Ja, dann haben wir jetzt nur noch die Option Auto schlafen. Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Und das ist nur für heute. Haben die Androiden Körperhitze? Sollten noch ein Tuch oder so das Fenster abdecken. Auf mich. Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer.
Es wird auch nicht gut ausgehen. Wow, was war das gerade alles? Okay. Waschsalon. Ja, wir hätten die Kleider klauen können im Waschsalon. Hotel, wenn wir nur reinkommen mit dem Geld und den geklauten Kleidern. Im Supermarkt hätten wir aus der Kasse klauen können. Man hätte aber vorher noch irgendwelche drei anderen Sachen machen können im Supermarkt. Wahrscheinlich wäre mit den gestohlenen Kleidern in den Supermarkt gekommen wäre, hätte er nicht gesehen, dass man ein Android ist und man hätte es faken können. Ja. Und das Versprechen geben, in so einer Situation kann man nicht so ein Versprechen geben. Ja. Was ist das hier? Also das war das Hotel. Was ist mit dem anderen Androiden? Das war hier. Ralph treffen. Überzeugen, aufgeben, Haus verlassen. Ah. Na gut, also Alice und Kara bleiben im verlassenen Wagen. Und es ist hoffentlich warm genug, dass sie da die Nacht ordentlich überstehen können, aber es ist Detroit. Es war irgendwann im November oder wann war das? Detroit ist kalt. Detroit ist quasi hier Hamburg, glaube ich, von Temperaturen her. Ja, 6. November. Was? Connor! Connor! Nein, Markus. Diagnose. Thirium, Pumpenregulierer, alle Systeme im Energiesparmodus, defekt. Linke und rechte Beinkomponente fehlen, stehen nicht möglich. Audioprozessor. Defekte Audiodaten beschädigt. Was ist das letzte? Bin ich blind? So, da hinten. Ne, das ist der Audioprozessor. Direkt daneben. Optische Einheit. Beeinträchtigte Sicht. Beschädigtes Gedächtnis. Beschädigter Gedächtnispalast. Beine ersetzen. So einfach? Kompatibel. Thank you.
Okay. Beschädigt, inkompatibel. Also wir wurden von den Polizisten angeschossen, jetzt einfach auf den Müll geschmissen. Das scheint bisher unsere Geschichte zu sein. Herz scheint eher das Problem zu sein, ne? Kommen wir vom Schrottplatz. Ja, haben wir noch irgendwas, was wir verwerten können? Nichts, was wir sehen können in der Nähe. Und das sieht echt makaber aus. Wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Jericho. Die Station war Farndale? Farndale? Von denen wir abgeschossen werden oder von irgendwelchen Türmen zerschossen oder zerstampft. Uiuiui. Na gut, finde die ganzen Komponenten, die wir brauchen. Das Scan funktioniert leider so gut wie gar nicht. Sehr schön. Das wäre ein neues. Warte bitte! Bitte tu das nicht! Ich will. Danke. Wir haben dann Backup. Ich weiß nicht, wie lange Markus noch durchhält. Oh, wenn wir sehen können, können wir wenigstens scannen. So schneller was finden. Hallo, ich bin ein AK-700 an euch. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Backup Center. So. Okay, Pumpenregulierer und Audioprozessor fehlen noch. Hinten kann ich nicht scannen. Ist ein Fehler auf dem Weg.
habe ich noch nicht, nein. Audioprozessor. Tinnitus-Geräusche weg. Oh. Okay, fehlt noch das Herz. Sieh an, Herz. Das will Markus nicht unbedingt. Weil er ist netter. Weh, es gibt nur das eine. Da hinten ist noch ein Torso. Vorsichtig sein mit den Androiden hier auf dem Boden, nicht, dass die wieder nach uns greifen oder ähnlichem. Ich kann mir gut vorstellen, dass Markus einfach irgendwann umkippt, wenn wir zu lange brauchen. Ja, perfekt. Da ist aber so ein Wandel in der Nähe. Aber es sind nur Beine, ist okay. Klettere die Anhöhe hoch. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn wir da hochgehen. Als wenn wir dann gleich irgendwie von irgendwas gescannt werden. Aber scheinbar ist das unser Weg. Weil gerade seine Verbindung überprüft. Dass er nicht verfolgt werden kann. Ja.
Das war mega ominös. Von den Toten. Ja, wenig Auswahlmöglichkeit. Das Einzige, was wir hätten machen können, ist die andere Androidin oder das andere Androidin töten, um an die Pumpe zu kommen. Das haben wir aber nicht. Bei der optischen Einheit war wohl auch noch irgendeine Erzeugung, die ich nicht gesehen habe und da auch noch irgendwas. Aber das wird nichts großartig verändern hier, denke ich. Ja.